Hallo alle zusammen. Wie schön, dass ihr wieder da seid. Schauen wir uns wieder Bilder an, Bugs? Aber sicher. Also jetzt sehen wir uns mal an, was man so alles ernten kann. Was man ernten kann? Du meinst, was man von den Bäumen pflücken kann? So wie Bananen. Ja, Bananen kann man auch ernten. Mal sehen, was man noch ernten kann. Lass uns schnell die Bilder anschauen. Sieh mal, ein Apfel. Äpfel wachsen an Bäumen. Birnen, da gibt's viele verschiedene Sorten von. Und diese Eicheln liegen überall auf dem Boden herum. Haselnüsse, na dann denke ich sofort auch an Schokolade. Braune Kastanien, die kann man auch rösten. Hast du schon mal so viele Kürbisse zusammen gesehen? Süße Pflaumen, die sind auch lecker in der Marmelade. Walnüsse, die muss man erst knacken, bevor man sie isst. Dies sind rote Weintrauben. Es gibt auch grüne. Brombeeren, die kann man an Sträuchern pflücken. Und jetzt bin ich dran? Ja, jetzt bist du dran, Tobi. Viel Spaß dabei. Macht ihr auch mit? So. Oh, so ein leckerer roter Apfel. Gibt's den auch in grün? Leckere Birnen. Oh, Bugs, kannst du mir bitte eine pflücken? Die Eicheln, die haben aber lustige Hütchen auf. Oh, die Haselnüsse finde ich am leckersten in der Schokolade. Aus den Kastanien kann man im Herbst so schöne Männchen basteln. Oh ja, schöne orangefarbene Kürbisse, wie lecker. Schöne Pflaumen, da kann man leckere Marmelade draus machen. Die Walnüsse sehen irgendwie lustig aus, aber lecker sind sie schon. Auf Weintrauben immer gut raufbeißen und dann erst runterschlucken. Beim Brombeeren pflücken muss man aufpassen, die Sträucher pieksen. Hat Spaß gemacht? Hattest du auch Spaß, Peppa? Wir haben wieder tolle Sachen gesehen. Was hat dir heute am besten gefallen, Tobi? Die Äpfel, weil sie fast so lecker sind wie Bananen. Das glaube ich. Jetzt hat das Bild einen Platz an der Wand verdient. So, und beim nächsten Mal werden wir uns etwas ganz anderes anschauen. Ja, sollen wir uns das ansehen oder das oder das? Tschüss, liebe Kinder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Story Zoo. Tschüss, Tobi. Tschüss, Peppa. Tschüss, Fox, der Bär. Zoo, Zoo. Story Zoo. Nächstes Mal erzählt ihr uns mehr.